willkommen bei Mafia 3. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Trend 17 TV. Heute geht's weiter. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei euch und bei allen Abonnenten, die mir so schön die Treue gehalten haben, das Jahr 2016 über. Und ich hoffe, das Jahr 2017 wird noch besser werden und noch spannender. Die Wege dafür sind gelegt, sagen wir mal so. Es wird einiges auch spielemäßig auf uns zukommen. Und heute geht's weiter. Ich freue mich und hoffe, dass ich hier überlebe. Ich würde sagen, der Sieg ist. Wir gehen da heute mal ein bisschen zaghafter ran an die Geschichte. Ja, der denkt, ich bin weg. Also so doof, wie immer beschrieben wird, sind die hier nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht ein anderes Spiel spiele hier. Oder das wurde tatsächlich noch gepatcht. So, den greife ich mir jetzt. Zack. So, den haben wir. Hat der eine Waffe gehabt? Nee. So, den haben wir. Die haben alle so ein leicht französischer Accent hier. So. Hier ist nämlich eine super Deckung. Ich guck mal, ob ich da. Geh mal. Oh. Wir geben dies auf, bevor wir ihn haben, Bruder! Habe ich überhaupt noch 12 Schuss, habe ich noch kein Magazin mehr. Ich habe auch noch die andere Wumme. 2 Molotovs habe ich noch. Okay, ich gehe mal andersrum. Kann man gehockt gehen, besser ist. Hocke ist immer besser. So. Wir geben nichts auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Ja, genau. Da ist der erste schon. Der läuft hier schon ganz hastig durch die Gegend. Oh, rennt der rennt vielleicht schnell. Er ist ein besserer Schütze, als ich dachte. Zack. Den haben wir. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist das Kennzeichnen der Gegner. Das wäre irgendwie cool, wenn das noch gehen würde. In der Dunkelheit kann man doch echt teilweise die Leute schlecht erkennen. Ja, da schon mal wieder Adrenalin. So, hier rein. Den krallen wir uns schon mal. Wow, ja, gib mal her, Adrenalin. Zack, hier. So, weiter geht's. Da kommt der nächste. Wenn ich den jetzt. Da kommt der nächste. Wird auch langsam Zeit. So. Endlich. So, steig ein da in die Höhle. Oh, meine Güte. Es geht weiter. Fahrt zu Sammy. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Wollen wir zurück zu Sammy. Cops wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Hey, Mann, sei vorsichtig. Wie ich gesagt habe, wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann so. Wird alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Wow. Oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice wird. Ich bete darum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag, boah, krass! Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspannt
Das war mal eine scharfe Kurve. Die Karre hat aber auch Dampf. Mein lieber Schwan. Kommen wir darüber? Ja. So, und jetzt links. Das waren doch gleich da sein. Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte unbedingt einen Daumen da. Ja, auch du da draußen. Oh, ich hätte da abbiegen müssen. Eieieiei. Oh, in Pink hier, Caprio, pinkes Caprio, yo. Das rockt die Hütte. Also ich finde die Grafik ausgezeichnet, da kann ich nichts anderes sagen. Jetzt haben wir hier gerade einen schönen Sonnenaufgang. So, sind wir auch gleich da. So, da sind wir wieder. Schön auf dem Bürgersteig geparkt, wie sich das gehört. Sollen wir nach hinten oder was? Hier rein? Tatsache. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Fahre zum Retrous Yacht Club. Zeit, was zu verändern. Wunderbar. So. Oh, schön aufs Auto geklettert hier. Ganz cool. So, realistisches Fahrerlebnis. Simulation wählen. Nö, brauchen wir nicht. So, das ist alles gut so. Jawohl, schön durchdrehende Reifen. Wir müssen... Ach, ist das denn nicht schön. Wie das Auto glänzt hier, das ist so schick. Und schöner, cooler 60er-Style hier. Ich liebe es.
Ja, also was, ich kann bisher nichts Negatives über das Spiel sagen, bis auf eben, dass mich doch anfangs die Musik sehr abgenervt hat und ich daher nicht aufnehmen konnte mit der PS4, weil ich direkt aufnehme, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt. Und ja, das war schon sehr nervig, wenn die Szenen dann immer ohne Stimme sind, weil da im Hintergrund dauernd irgendein Track läuft, der ja ein Copyright beinhaltet. Das ist doch schon echt nervig. Ich musste dann die Szenen da immer reinschneiden wieder. Und das hat wirklich sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Weil es doch teilweise recht wichtige Szenen waren. Ich denke mal, das wird sich im Laufe des Spiels sicherlich auch noch bessern. Weil wir, wie wir ja eben gesehen haben, es läuft immer zwischenzeitlich mal Musik im Hintergrund. Ja, liebe Grüße noch an Mike Sertig, der mir hier gerade geschrieben hat. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, mein YouTube-Bro hier. So, das dauert mir jetzt aber doch ein bisschen zu lange hier. Mein Gott, ist das eine lange Rotphase. Oh, shit, ich habe gar nicht gesehen, dass wir hinter uns Polizei haben. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Aber ich wollte da ja auch irgendwann nochmal ankommen. Oh! Schön die Hecke mitgenommen hier. Und den Rasen kurz mitgepflügt. Aber das Auto ist echt eine Wucht hier. Also das ist schon genial. Fahre zum Nutrus Club. Nutres, Retrus Club. Club. Ja, Club. Oh. Der war rot. Eben. Scheinbar verfolgt er mich jetzt. Aber so schnell wie ich ist der sowieso nicht. Wow! Bäm! Oder Polizei. Wollen wir uns mal ein bisschen benehmen hier. Hä? Das geht ja wieder zurück? Ist ja cool. So, wo steht hier Polizei? Da hinten, ne? Mein Gott, was sind das hier für lange... Ja, grün! So, also, geh doch mal ein bisschen schneller da, sonst fahre ich dich um. Und... Ja, wie gesagt, die Szenen mit Musikuntermalung werde ich dann, sollte da noch was kommen, einfach rausschneiden. Das lässt sich leider nicht anders machen, weil dauerhaft da immer die Szenen wieder reinzuschneiden, das ist mir dann doch zu aufwendig. Rede mit der Wache, so. Aber ich denke mal, da wird ja erstmal jetzt nichts kommen. Großartig. Oh, ist das noch ein schönes Anwesen hier. Ich glaube nicht, dass er mich sieht. So. Packen wir mal schön auf den Kannstein. Mit der Wache reden. Meine Schuld. Ach so. Hier ist die Wache. Nabend. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Triff dich mit Georgi. Ja, meine Lieben, und hier machen wir auch einen Cut. Nächstes Mal geht es spannend weiter, wie wir uns mit Georgi treffen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.